Wir haben überall Fachkräftemangel, bei den Schmieden schon länger. Danach brauchen wir noch den Tatortreiniger. Ihr wisst, dass ich das selber panische Angst vor Männern hatte, ne? Für mich der beste Beruf, den es gibt. In Schleswig-Holstein gibt es gut 100.000 Pferde. Aber nur geschätzte 130 Hufbeschlagschmiede. Eher weniger. Stefan Koos will das ändern. Nils, lass uns noch mal tauschen, bitte. Alle 6 bis 8 Wochen sollten die Hufe von Reit- oder Arbeitspferden bearbeitet werden. Das macht den zunehmenden Fachkräftemangel immer mehr zum Problem. Stefan Koos eröffnete deshalb in Schmalfeld bei Kaltenkirchen die erste Hufschule in Schleswig-Holstein. Dass man sich den Ganzen annimmt und da dann auch ein bisschen gegen diesen Hufschmiedemangel anarbeitet. Kann ja nicht sein, dass sich jeder immer nur beschwert, dass es nichts gibt und nichts dagegen macht. Die Hufschule bietet die Weiterbildung zum Hufpfleger oder Techniker und zum Hufbeschlagschmied an. Der Weg zum staatlich anerkannten Hufbeschlagschmied ist lang. Um Hufschmied zu werden, muss man eine abgeschlossene Ausbildung haben, dann einen Einführungslehrgang machen, danach muss man ein 2-jähriges Praktikum machen. Beim Hufschmied, der länger als 3 Jahre selbstständig ist und staatlich anerkannt ist. Danach kommen die Schüler wieder in die Lehrschmiede und müssen ihre 4 Monate Vorbereitungslehrgang machen. Das ist Vorbereitung für die Prüfung. Bis 2006 war eine vorangegangene Ausbildung im Metallhandwerk noch Pflicht. Heute können sich auch Branchenfremde zum Hufbeschlagschmied weiterbilden lassen. Bei Stefan Koos sind dieses Mal 5 Schüler im Vorbereitungskurs. So, Schnecke. Komm mal ein bisschen rüber. Brave Maus. No, 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 no. Der erste Beschlag heute ist eine Familienangelegenheit. Falada ist die Stute seiner Frau Ann-Christine. Sie bekommt den seltenen Service traditionell geschmiedeter Hufeisen. Es gibt alles heutzutage fertig zu kaufen. Dass man sich jetzt wirklich die Arbeit macht, ist einfach jetzt aus schulischen Zwecken. Ne? Das dauert ja viel zu lange. Guck mal, wie lange schmiede ich jetzt? 50 Minuten für ein paar Eisen. Dann, ne? Sonst schafft man am Tag ja nichts. Bis der 42-Jährige die Vordereisen aufgenagelt hat, ist über eine Stunde vergangen. Damit läuft sie dann wie ein Glöckchen. Ne? Man erwartet natürlich nichts anderes. Oder was sagt meine Frau dazu? Auf jeden Fall. Kennengelernt haben sie sich bei der Arbeit. Ihr Tierarzt hatte ihn als Hufschmied empfohlen. Das eine kam zum anderen, würde ich sagen. Die Frau gab es dazu. Ja. Ich habe schon vorhin zu Ilka gesagt, Stefan wollte nie Pferde haben, wieder eigene. Jetzt hat er 4 und ja. Die Frau dazu. Viel Glück gehabt. Die Hintereisen werden aus Industrierohlingen gefertigt. Da darf Lehrling Lennart dran. Jeder Huf ist dann nicht gleich. Ist ja wie bei unseren Schuhen, sind auch nicht alle gleich und nicht alle dieselbe Größe. Es wird noch mal ein bisschen nachgerichtet. Kleine Disbalancen vom Huf werden vom Eisen mit korrigiert. Und das macht Lennart jetzt gerade. Nach den Hufeisen stehen als nächstes Alternativbeschläge auf dem Lehrplan. In diesem Fall wird das Anbringen von Klebeeisen geübt. Zunächst am Tothufen vom Schlachter. Der Referent ist extra aus den Niederlanden angereist, um die Verarbeitung der sogenannten Glue Shoes zu zeigen. So, das heißt, wir kleben den Glue Shoe dran und können dann in 90 Sekunden, 2 Minuten so ungefähr den Fuß am Boden stellen. So, ja, er kann drauf. Jetzt hast du noch ungefähr 20 Sekunden zu sehen, okay, ist er richtig? Ich habe die Markierung da. Auch Alternativbeschläge sind Prüfungsthema. Klebeeisen ersetzen immer häufiger den Eisenbeschlag. Das leichte Alueisen, ummantelt mit Gummi, wirkt ähnlich wie ein Stoßdämpfer. Früher war das dann, dass diese Huftechnikergruppe viel geklebt hat, die Schmiede gar nicht, sondern eben wirklich nur traditionell Eisenbeschlag gemacht hat.
Und wir müssen zusehen, dass das Spektrum der Schmiede auch ein bisschen breiter gefächert wird, dass die Jungs, so gut das geht, nachher alles einigermaßen, zumindest im Grund, beherrschen. Dann lässt es trocknen. Dann können wir uns gleich einmal das Pferd angucken. Bis jetzt arbeiten nur wenige Hufschmiede mit Klebeeisen. So, nimmt das Werkzeug, alles, was ihr benötigt, einmal mit hierher, bitte. Stefan ist auch noch Pferdeosteopath und hat viel Stammkundschaft. Deren Aufträge sind fester Bestandteil des Hufschulprogramms. Die Leute, die ihre Pferde halt mit zur Verfügung stellen, sorgen definitiv dafür, dass der Nachwuchs auch immer da ist. Wenn wir nichts mehr haben, wo man in Anführungsstrichen dran üben kann, die haben schon 2 Jahre Praktikum hinter sich, das darf man auch nicht vergessen, also die wissen schon, was sie da machen. Ja, hätten wir nachher wirklich ein Problem, wenn wir keine Pferdebesitzer mehr hätten, die das Ganze mit unterstützen würden. Ich finde es mega gut. Also dadurch, dass Stefan immer ein Auge drauf hat, weiß man, dass es vernünftig gemacht wurde, dass sie vernünftig hingestellt werden. Und ich meine, jeder hat mal gelernt. Beim Film ist das wichtig, dass man sich Zeit lässt. Zieh, darf ich einmal? Du brauchst nämlich nicht nur rum, sondern du kannst ja auch über Kreuz wickeln, ne? So, dass du da wirklich über Kreuz wickelst, dass du mehr Halt bekommst. Beim nächsten Kunden ist Lennart mit den Klebeeisen dran. Der gelernte Installateur für Sanitär, Heizung und Klimatechnik sattelt gerade auf Hufschmiede um. Ja, also ich komme aus der Stadt, ich kannte den Beruf gar nicht. Durch meine Freundin habe ich dann den Hufschmied kennengelernt und da hatte ich gerade Urlaub und er viel zu tun, hat er mich gefragt, ob ich nicht mitarbeiten will. Ja, dann bin ich mitgefahren 2 Wochen lang und dann war es für mich geschehen. Ne? Also für mich der beste Beruf, den es gibt. Du bist immer draußen in der frischen Luft, siehst neue Orte, neue Menschen. Ja, und jeder freut sich, wenn du kommst. Das ist auch mal gut. Entfettet habt ihr alles, 2 Paar Handschuhe habt ihr an, dann dürft ihr gerne loslegen, wenn alles ordentlich vorbereitet ist. Der Lennart ist ein Profi, ne? Ja, wird immer besser, wird immer besser. Wird immer besser, ja. Ja, ja. Wenn das Pferd jetzt nicht nochmal mit seinem Hinterbein oder einem Bauchhaube oder so eine Fliege da hängt, dann behält er auch den Kopf. Lennart, auch du mit deiner Faust am Pferd, ne? Muss man denen, sind so kleine Sicherheitstipps, dass sie nicht mit der flachen Hand am Boden sind, weil das Pferd muss sich nur einmal verjagen, also ja, die Finger ab. Immer eine Faust machen. Vergesse ich auch immer. Ja. Ich finde das super. Das sind so Sachen, die man nicht unbedingt direkt erlebt. Dadurch, dass man hier einmal alles durchgeht und zusammen übt, kann man da echt gut seine Schwächen nochmal ausgleichen. Wie Stefan schon sagte, hier kommen halt 5 neue Jungs hin, jeder kann was anderes, jeder hat einen Weg gehabt. Und so lernen wir dann halt miteinander, ne? Und das, was der eine halt gut kann, bringt er dem anderen bei und so helfen wir uns halt zusammen. Bisher hat erst einmal ein Schüler von Stefan die Prüfung nicht bestanden. Das verteilt sich von sich aber. Ihr wisst, dass dieses Pferd mal panische Angst vor Männern hatte, ne? Die Kundennachfrage in der Lehrschmiede ist inzwischen sehr groß. Allein im letzten Jahr musste Stefan über 500 Anfragen ablehnen. Dann kannst du sie gleich mal ein Stück nach vorne nehmen, Mette. Dann kann Sascha hinten gleich einmal ausschneiden. Lennart war ja fleißig schon vorne. Man möchte das, was man macht, ja auch ordentlich machen. Deswegen ist auch irgendwann ein Aufnahmestopp. Und man darf auch nicht vergessen, wir sind eine Hufbeschlagschule. Das heißt, ich bin dafür da, die Schüler auszubilden. Ganz oben steht jetzt nicht der Hufbeschlag für mich, sondern die Schüler. Eine Woche später geht es für die Azubis on Tour. Mit der voll ausgestatteten mobilen Schmiede. Heutzutage der alltägliche Arbeitsplatz für die meisten Hufschmiede. So, dann pack das mal mit rein. Wo ist der Rest der Jungs hin? Nimm eure Schürzen und eure Böcke. So, dann können wir gleich losrollen. Ziel ist die Pferdeklinik Barg der Heide. Stefan versorgt dort alle paar Wochen gleich mehrere Patienten. Für die Auszubildenden eine feste Lehreinheit. Darf einer noch mal bitte Wasser holen, den nächsten den Amboss auch noch mal hinstellen. Das Schmiedewerkzeug bitte noch mal mit raus. Die erste Patientin heißt heute Dream Street und soll einen neuen Eisenbeschlag bekommen. Das Einzige, sie kann hinten das Bein nicht so gut anbeugen, weil deswegen ist sie hier. Außerdem bist du auch schon 20, ne?
Die Stute ist wegen einer Sehnenverletzung schon länger in der Pferdeklinik und ziemlich unruhig. Die kann schnell nach vorne springen, die kann man schnell aushauen, kann schnell treten. Man muss da schon so ein bisschen aufpassen, ob man dann auch rechtzeitig da kommt. Also Reflexe sind gefragt. So. Und trotzdem Ruhe bewahren. Ja, bleib stehen. Wenn das geht, ist es okay. Ne? Feine Maus. Mausi. Die Azubis müssen ausnahmsweise etwas Abstand halten. Weil die ja noch keine fertigen Schmiede sind. Und bei Spezialpferden, das ist wirklich eine Erfahrungssache, die sich über Jahre dann bildet. Wo ich hoffe, dass die Jungs sie natürlich auch sammeln. Brav. Die Schüler beschlagen rund 25 Pferde pro Woche. Und bisher gab es noch keine ernsten Arbeitsunfälle. Umso besser, das jetzt mit Stefan zu machen, wo man weiß, das klappt alles, als dann alleine später da stehen und dann irgendwelche Problempferde haben, mit denen man eben nicht klarkommt. Dann kann man richtig Probleme kriegen. Und man ist doch beeindruckt, was so eine Leckschale bringt. Ne? Ja, auch wenn das ein bisschen Schmiererei ist, aber das nimmt man gerne in Kauf dafür, dass das Pferd dann stillsteht. Ne? Sie kriegt es gar nicht mehr richtig mit, das ist total süß, ja. Sicher auch noch gute Schmiede in Zukunft geben und es gibt immer Pferde, die schwierige Füße haben und da ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da sich auch rantraut. Ne? Rundumbetreuung hier. Und das sieht auch wirklich gut aus, also steht wieder sehr schön und am Ende hilft es ihr ja auch. Ne? Und die Jungs können sich das auch angucken, weil wenn sie später keinen haben, der ihnen hilft und sagt, Mensch, mach mal noch mal hier ein bisschen und ein bisschen da, ist das natürlich so besser. So, dann dürft ihr beiden jetzt euch verlassen. Noch einmal vorführen, bitte. Ich führe sie einmal vor. Dann können wir noch mal gucken. So, dann hat man jetzt erstmal das Beste rausgeholt. Ne? Der nächste Fall wird fachlich etwas herausfordernder. Deshalb ist ein Veterinär dabei. Der Wallach hat zum zweiten Mal eine Hufbeinfraktur. Ja, wir machen eben sehr viel Orthopädie hier und orthopädische Chirurgie. Insofern haben wir eben auch viele Fälle, die eben keinen Standardbeschlag verlangen, sondern eben im orthopädischen Beschlag. Und dafür muss ein Schmied eben natürlich auch besondere anatomische Kenntnisse haben. Das ist in dem Fall ein relativ wichtiger Teil der Therapie, weil wir chirurgisch an der Stelle wenig machen können. Und das, was wir jetzt eben nicht verschrauben können, muss jetzt im Grunde durch den orthopädischen Beschlag natürlich stabilisiert werden. Das ist hier in dem Fall die Schmiedearbeit fast wichtiger. Einmal hoch jetzt. Im Alltag bekommt ein Schmied solche Problemfälle eher selten zu sehen. Zum Glück, denn aufwendige Beschläge kosten Zeit. Kundin 3 wartet schon. Lass du den hier vorne stehen. Dann fangt ihr hinten einmal bitte an. Vorne könnt ihr dann auch schon vorbereiten. Interessant ist erstmal, dass man viele verschiedene Verletzungen sieht, viele Pferde, die halt starke Probleme haben. Und wenn man bei sowas mal zugucken kann, verschiedene Möglichkeiten sieht, wie man das lösen kann, ist schon immer interessant. Ne? Und auch für die Arbeitsweise einfach zu sehen und auch zu verstehen dann. Ne? Das ist natürlich auch mal viel wert. Ne? 2 Stunden und noch einen Patienten später kann endlich eingepackt werden. Auf dem Heimweg geht es bei noch einem Kunden vorbei. Aber dann ist auch irgendwann Feierabend. Samstagmorgen. Aber noch haben Stefan Koos und seine Frau Ann-Christine kein Wochenende. Einer der Gründe, warum sie entschieden haben, in den Neubau der Hufschule mit einzuziehen. Seitdem leben sie, wo sie arbeiten und arbeiten, wo sie leben. Das ist super. Also raus und ich bin gleich bei der Arbeit. Besser geht das gar nicht. Keine Anreise, kein gar nichts. Das ist schon gut. Ann-Christine Koos ist studierte Wirtschaftspsychologin und arbeitet inzwischen hauptberuflich im Büro der Hufschule. Als Pferdebesitzerin weiß sie sehr genau, wie groß der Fachkräftemangel bei Hufbeschlagschmieden ist. Damit ist es natürlich auch so ein bisschen Herzensangelegenheit, weil man ja irgendwie auch helfen möchte, dass die Pferde alle ihrem Wohl entsprechend behandelt werden können und beschlagen werden können und dementsprechend freut man sich natürlich, wenn man hier im Jahr mehrere Absolventen hat und weiß, die können sich jetzt auch wirklich gut um Pferde kümmern und man hat die auf den Weg gebracht. Super, dann lass uns mal starten. Mhm. Deinen Kaffee, dann nehme ich das Tablett einmal mit raus. Super. Freitags und samstags steht in der Hufschule Theorieunterricht auf dem Stundenplan. Evolution, Krankheiten, Zahnkunde und ganz wichtig, die Anatomie von Pferden. So,
Jetzt haben wir hier unser Beinchen für heute. Ich brauche jetzt einen Freiwilligen. Sezieren eines Pferdebeines mit der Tierärztin Juli Pukar. Der Tothuf soll Schicht für Schicht präpariert werden. Da ist die Flex. Und dann darfst du einmal komplett hochschneiden und runterschneiden. Beide Seiten. Ne? Als erstes wird die Hornkapsel abgenommen. Die Schicht, in die die Nägel geschlagen werden. Danach brauchen wir noch den Tatortreiniger. Gerade am Huf ist es ja wichtig, die innere Anatomie zu kennen. Also es geht da weiter ins Leben rein, da ist ein Knochen drunter, da sind Sehnen drunter. Und die muss man ja alle einmal kennen. Und ist doch so besser als aus dem Buch. Das könnt ihr einmal hier auf den Tisch gleich legen. Ja, weil hier haben wir die Blättchen. Das ist erschreckend, wie schnell und einfach das so ab ist. Und wie schnell das durchtrennt ist und wie schnell man auch im Leben ist. Also das ist schon nicht ohne. Die Röhrchen, ne? Die Röhrchen, ne? Die haben wir ja, die Blättchen. Blättchen, alles klar. Was sind ja 600 Blättchen? Im Laufe des Vormittags gibt es für die Schüler noch viel tiefere Einblicke in die Anatomie von Pferdebeinen. Für die Arbeit ist es wichtig, dass man Verständnis dafür entwickelt, weil man ja auch viel orthopädische Beschläge macht, also so wie Fußeinlagen für Menschen. Eine Vorstellung von den verschiedenen Erkrankungen zu bekommen, ist einfach extrem wichtig. So, wir haben hier einen Nerven, das ist der Nerv, der hier den Huf mit innerviert, also auf jeder Seite einer, das ist der Nerv. Die Idee, Sezieren auf den Stundenplan zu setzen, ist von Stefan. Anatomieunterricht zum Anfassen ist für angehende Hufschmiede keine Pflicht. Wenn man das im Lehrbuch sieht, ist das einfach nicht das gleiche wie hier. Und die Unterschiede wirklich zu sehen zwischen den einzelnen Teilen hier anatomisch, das gibt ein viel besseres Grundverständnis und dann kann ich das in der Praxis dann viel besser handhaben, welche Teile dann schon belastet sind, welche ich entlasten muss. Das hilft schon massiv. Wir sehen uns am Montag in alter Frische wieder, ne? Bis dann. Tschüss, tschüss. Stefan macht heute ausnahmsweise mal früher Schluss. Rauf aufs Pferd, statt drunter. Zusammen mit seiner Frau hat er 3 Stuten und einen Wallach. So, ich versuche halt gelegentlich mit aufs Pferd zu kommen. So beruflich ist das alles ein bisschen eng. Heute passt das total super. Die Frau ist auf Turnier und so kann ich ein bisschen mitwirken. Und ihr noch mal ein Pferd abnehmen, ne? Er reitet seit seinem 7. Lebensjahr. Angefangen auf einer Ponystute bis hin zum Springreiten. Dieser ganze Umgang vom Pferd, überhaupt dieses Empfinden, ist das ein ängstlicher Typ, ist das vielleicht ein frecher Typ? So das überhaupt mal einschätzen zu können, finde ich das persönlich schon sehr wichtig, dass man da eventuell sogar mit groß geworden ist mit den Pferden. Ah. Stefan hat nach der Schule eine Ausbildung zum Metallbauer gemacht. Damals noch die Voraussetzung für eine Weiterbildung zum Hufbeschlagschmied. Ich mochte diesen Geruch, diesen Aufbrenngeruch von dem Schmied immer. So, das habe ich geliebt. So, das ist richtig aufgegangen. Da in meiner Nase, wenn man da vorbeikam. Und dieses Handwerkliche, dieses Klopfen auf den Amboss und so, das fand ich echt immer stark. Eine Verbindung mit Tier, so, das fand ich super. Zwei Wochen später geht die Hufschule wieder auf Klassenfahrt. Das Museumsdorf Volksdorf in Hamburg ist seit 4 Jahren Stammkunde. Die museumseigenen Schleswiger Kaltblüter werden hier noch ganz traditionell für Ackerbau und Kutschfahrten eingesetzt und brauchen alle 7 Wochen einen neuen Beschlag. Das war Umberto. Umberto ist der momentan hier so ein bisschen stolpert. Sehen wir, Beschlag überfällig, Zeh muss kurz, kriegt auch andere Eisen dran. Sehr gut, dann fangen wir an. Dann darfst du mitkommen, bitte. Der Beschlag von Kaltblütern ist etwas Besonderes. Nicht nur für Auszubildende. Marion, dann darfst du einmal bitte aufnieten. Hinten darfst du Eisen abnehmen. Sascha kann in der Zeit einmal aufhalten. Und dann nimmst du einmal die Eisen ab. Marion macht gerade den Einführungslehrgang. Und diesen Einführungslehrgang ist erstmal wichtig, dass die Schüler das lernen, dass sie die Eisen abnehmen. Das ist für Marion, jetzt werden wir gleich sehen, auch sehr anstrengend, weil so ein Kaltblüter natürlich sehr, sehr schwer ist. Auch die Beine viel kräftiger sind als beim normalen kleinen Reitpferd. Na Marion, geht das? Oh, schwierig. Wieso?
Ja? Kannst du dir auch ein bisschen mehr zur Seite rausziehen, sonst das Bein, ne? Das Kaltblut Umberto bringt 860 Kilo auf die Waage. Um ihn beschlagen zu lassen, musste der Museumsleiter zeitweise sogar einen Schmied aus Ungarn kommen lassen. Es gibt zu wenige Schmiede. Der Ballungsraum Hamburg verwöhnt die Schmiede auch, weil sie mit den Warmblütern eben leichteres Geld verdienen können. Beim Kaltblut alles schwerer, alles größer, alles anstrengender. Und es ist ein Problem, wirklich einen Schmied zu finden, der Kaltblüter beschlägt. Und einen guten Schmied zu finden, der einen guten Beschlag macht, ist noch schwieriger. Insofern sind wir froh, dass wir Stefan haben. Als Hufschmied muss man ja auch mal mit gröberen Sachen umgehen. Kaltblut ist nun mal ein bisschen was anderes, müssen sich die Schmiede ja auch dran gewöhnen, gleich von Anfang an. Marion ist Finanzbuchhalterin und fünffache Mutter. Sie wollte schon immer gern das Hufschmiedehandwerk erlernen. Was ich immer bewundere, dass die Frauen sich auch wirklich bereit erklären, so einen schweren körperlichen Beruf zu erlernen. Sehr schön, dass wir da einen höheren Frauenanteil kriegen. Kann sich der ein oder andere Mann noch mal eine Scheibe von abschneiden. Auch Stefan selbst muss noch mal ran. Denn das 20-jährige Kaltblut braucht Schuhe nach Maß. Dadurch, dass der alte Herr schon ein bisschen stolpert und auch immer eine lange Zehe hat, will ich das Eisen ein bisschen mehr nach hinten schieben, dass er schneller abrollen kann. Und das kriege ich nur mit einem selbstgebauten Eisen hin. Ne? Von daher ist das ganz gut, dass wir dann hier die Esser haben. Der Beschlag von massigen Kaltblütern dauert deutlich länger als bei Warmblütern und ist daher mit durchschnittlich 250 Euro für alle vier Hufe auch teurer. Oh, hier immer noch ein Lücken. Die Seite ist gut, da kann er da noch Nagelloch 3 noch einen Lücken draufkriegen. Okay. Während des letzten Feinschliffs bereiten die anderen Azubis die Beurteilung des zweiten Kaltblüters vor. So, meine Herren, wie sieht es aus hier bei euch? Ja, was wollen wir in die Mitte mit? Die Beurteilung haben wir fertig gemacht, ja. Sind einmal durchgegangen. Dann nur einen optimalen Beschlag rauszufinden, müssen wir das Pferd ja auch erstmal angucken. Wir müssen einige Besitzerinformationen bekommen, sprich Verwendung, Zweck, Bodenbeschaffenheit. Das sind so schon mal so ein paar Kriterien, was wir für Eisen drunter bauen würden. Und wir gucken uns das Exterieur an, dann schauen wir uns die Füße an, die Gelenke an. Und wenn die Jungs das alles so aufgenommen haben, ist das sozusagen ihr Bearbeitungsplan. Bearbeitungsplan war für vorne auf jeden Fall eine starke Zehenrichtung, wieder Seitenkanten beschlagen, das Eisen, wenn es geht, ein bisschen zurücklegen. Das hast du jetzt das Eisen beschrieben, was machst du mit dem Huf? Den Huf kürze ich nur in der Zehe. Bisschen außen das vielleicht noch wegen der Außenfußung, ne? Ja, genau. Wir haben uns überlegt, dass wir auf der Außenseite noch eine kleine Unterstützung mitgeben wollen. Dann dürft ihr. Wunderbar. Länge sieht gut aus. Wer hat denn vorbereitet? Du oder Timo? Ich habe alle gemacht, außer vorne links. Gut. Ich weiß, dass das ein sensibles Thema ist für viele Besitzer, Auszubildende an die Pferde zu lassen. Haben wir gar kein Problem mit. Irgendwo müssen sie anfangen. Wer sich diese Mühe heute noch macht, Leute auszubilden, das ist ja alles nicht so einfach, den muss man unterstützen. Das Beschlagen zieht sich hin. Denk mal dran, Lennart, Kappen im Wandwinkel anliegen lassen zum Einbrennen, ne? Dass das Eisen noch einen extra Halt bekommt. Die geplanten Folgetermine für den Tag hat Stefan abgesagt. So, wir haben jetzt späten Nachmittag. Wir sind ja erst beim zweiten Kaltblüter. Drei haben wir ja insgesamt. Und die Jungs wollen das ja ordentlich machen. Von daher lassen wir den Tag in Ruhe ausklingen, machen unsere Arbeit in Ruhe zu Ende und dann nach Hause fahren. Die Hufschule. Zwei Wochen vor der Prüfung zum staatlich anerkannten Hufbeschlagschmied. Sascha hat heute schon mal eine Generalprobe. Die Beurteilung samt Beschlag ist ein wichtiger Teil der Prüfung. So, Sascha, dann sag mir doch noch mal was zu den Eisen. Der hat ein Limente-Eisen drauf mit 6 Nägeln, die Sohlenwölbung ist mäßig, extrem vorhanden, der Strahl ist gut und gesund ausgeprägt. Sehr gut, super. Wir machen den Beurteilungsplan jetzt dafür, dass man sich noch mal wirklich vor Augen hält, das Pferd nicht nur zu beschlagen, sondern das Pferd ja auch zu korrigieren und zu beschlagen. Die Erstbeurteilung dauert ca. 15 Minuten. Als nächstes die sogenannte Gangbildanalyse.
tot. Lass mich nicht alleine. Lass mich nicht alleine. Gabi, magst du den einmal bitte schön gerade rauf und runter führen? Wir gucken uns den jetzt einmal im Schritt an. Während Sascha seinen Testlauf absolviert, kümmert sich der Rest um ein weiteres wichtiges Prüfungselement. Die Mustereisenkollektion mit 14 verschiedenen handgeschmiedeten Beschlägen. In der Prüfung muss man, wie gesagt, eins von den Eisen schmieden können. Und das sind unsere besten Exemplare halt. Und wenn da mal was schief geht beim Mustereisen, dann kann man das auch nochmal zeigen, dass man es schon mal besser hinbekommen hätte. Ja, das ist natürlich ja, eine Übungssache, ne? Das sieht doch klasse aus. Super. Das lässt sich ja schon, oder das kann man sich gut angucken, ne? Hervorragend. Inzwischen hat Sascha mit dem Beschlagen angefangen. Der gelernte Pferdewirt wollte seit jeher Hufschmied werden und hat sogar schon sein Schulpraktikum bei Stefan gemacht. Im Umgang mit Pferden ist er die Ruhe selbst. Es gibt ja unterschiedliche Charaktere bei uns Schülern auch oder bei unseren Schülern. Der eine, der ist ein bisschen hektischer, der nächste ist recht ruhig und ja, der nächste träumt halt ein bisschen mehr. Und die muss man echt versuchen, so hinzuführen, dass die mit allen, egal ob praktische Sachen oder theoretische Sachen, wirklich alle gleich ins Ziel kommen. Herrlich. Ja, ist dir warm geworden? Ja, dezent. Sehr gut. Dann zieh dir gleich mal eine Jacke rüber, also nicht, dass du gleich noch einen Schnuppen bekommst. Ja, sehr ärgerlich. Jetzt nur noch raus. Zur Abnahme. So, erzähl. Von der Fußung her ist er hinten links ein bisschen ist er besser geworden. Hinten rechts ist, hat sich nicht verschlechtert. Vorne finde ich den beidseitig besser als vorher. Mhm. Okay. Aber somit ist das auf jeden Fall besser geworden. Ja. Klasse. Sehr schön. Die Prüfung zum staatlich anerkannten Hufbeschlagschmied dauert 2 Tage. Bis jetzt haben seit Start der Hufschule schon 24 Schüler problemlos bestanden. Wir haben alles beigebracht bekommen. Stefan nimmt sich die Zeit, erklärt uns das. Wir haben alles hier, was wir brauchen. Also eine Riesenhalle, 2 ordentliche Schlagplätze, immer alles schön sauber und warm. Also ja, da muss ich sagen, das ist echt gut. Fühle ich mich gut begleitet auf jeden Fall. Die genauen Zukunftspläne stehen noch nicht bei allen fest. Nur eins ist sicher, sie wollen als Hufschmiede weiterarbeiten. Ich denke, ich mache es, um selbstständig arbeiten zu können. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, Erfahrung zu sammeln im Angestelltenverhältnis, um auch abgesichert zu sein, um anderes zu sehen, um einfach Erfahrung zu sammeln. Da sollte man schon in diesem Beruf auch viel Zeit investieren, um auch gut zu werden. Gut vorbereitet wurden sie in der Hufschule von Stefan Kurs auf jeden Fall. 2 Wochen später ist es auch amtlich. Schleswig-Holstein hat 5 staatlich anerkannte Hufbeschlagschmiede mehr. Das ist ja ein sehr, sehr schöner Job, den man ausübt. Das darf man nicht vergessen. Ich hoffe, dass man diese Inspiration den Nachfolgenden doch mitgeben kann, dass der Fokus gar nicht so auf dem Geldverdienen liegt, sondern dass sie ihren Job einfach wirklich gerne machen. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit ist diese Freude an diesem Beruf einfach viel, viel wichtiger.